Hi Leute, einige von euch haben ja gesagt, zeigt noch ein paar Sachen und eine davon war Warnblinker wozu? Der Warnblinker, das ist dieses schöne Ding hier, dass wenn ihr das anschaltet, dann blinken vorne die beiden. Auch übrigens, mal kurz hier, bin mal gerade. So, also links blinkt, rechts blinkt und die beiden hinten blinken, also an allen Seiten. Für die, die es noch nicht gesehen haben, hier. Der sogenannte Warnblinker. Und das macht man, wie der Name schon sagt, um die anderen zu warnen. Das heißt, andere werden gewarnt, Achtung, aufpassen. Erstes Beispiel, was mir einfällt, ist, das macht ihr an, wenn ihr auf der Autobahn fahrt und es ergibt sich auf einmal ein sehr großer Stau und alle müssen Vollbremsung machen, dass keiner rauffährt. Und um den anderen hinter euch eine Warnung zu geben, Achtung, ihr müsst stark bremsen, drückt man auf den rauf und sie sehen, da ist eine Gefahrenstelle. Oder wenn irgendwas Gefährliches kommt und ihr wollt die anderen warnen, benutzt ihr diesen Warnblinker. Zum Beispiel, ich habe den letztens benutzt, als ich auf einer super dunklen Straße gefahren bin und da waren auf einmal zwei oder drei Wildschweine auf der Straße. Ich habe von hinten einen gesehen, 200-300 Meter weiter, es war so dunkel, da dachte ich mir, der sieht das bestimmt, habe also den Warnblinker angemacht, dass der weiß, Achtung, da ist eine Gefahrenstelle. Und ist auch, soweit ich weiß und hoffe, nichts passiert. Also auch jemand zu warnen, ist das super. Es ist nicht gut, wie ich es gerade beim Autofahren gesehen hatte, einer stellt sich rechts an die Seite, auf einer Hauptstraße, macht den Warnblinker an und was hat er gemacht? Hat sein Telefon genommen und telefoniert. Also so ein Quatsch. Ja, warum Warnblinker beim Telefonieren? Alle denken, da ist irgendwas, aber der Typ telefoniert nur. Dann kann man den Blinker nach rechts einlegen und dann blinken nur die beiden rechts. Dann ist es kein Warnblinker, dann wissen die, hey, ich bleibe rechts stehen. Ja? Wenn ihr also telefonieren müsst, ganz dringend, fahrt rechts ran, legt den Blinker nach rechts und habt nur die beiden rechts blinken. Wenn ihr alle blinken lasst, so, gibt es auch das Problem, dass einer denkt, wenn der von der Hauptstraße kommt und nur diese Blinker links sieht, der denkt, ihr wollt nach links rausfahren. Und bremst vielleicht. Und dann gibt es noch mehr gefährliche Situationen. Also bitte, wenn ihr irgendwo stehen bleibt, vom Telefonieren, wo nichts Gefährliches ist, einfach nach rechts, okay? Rechts blinken. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Warnblinker, ja, gefährliche Situationen. Das ist das Schlagwort. Gefährlich für euch. Wenn ihr einen Unfall habt zum Beispiel, ein Unfall passiert, macht das Ding an, dass andere sehen, oh Mann, da ist was passiert. Gefährliche Situationen für euch oder für andere. Dazu ist der Warnblinker da.